Ah, Kollege Matoda. Ah, Kraski. Wie laufen die Geschäfte? Zäh, ziemlich zäh. Was ist? Trinken wir einen zusammen? Ein anderes Mal, ich habe noch zu tun. Guten Abend, Frau Wilhelms. Guten Abend. Tut mir leid, dass ich mich etwas verspätet habe. Macht nichts, Herr Matula. Einen Kaffee, bitte. Haben Sie was rausbekommen? Sie sagt mir, dass Sie Ihren Mann lieben. Ich meine, vielleicht ist es besser, wenn man nicht alles so genau weiß. Mein Mann betrügt mich also? Es deutet alles darauf hin. Sind das Fotos? Arbeitet im Betrieb meines Mannes. Vielleicht sollten Sie die Angelegenheit nicht überbewerten. Sein Seitensprung ist ja kein Weltuntergang. Ich meine, das bedeutet doch noch lange nicht, dass Ihr Mann Sie nicht mehr liebt. Bitte sehr. Danke. Möchten Sie auch noch was? Vielleicht sollten Sie auf den Schreck mal was trinken. Bringen Sie uns einen Cognac. Was haben Sie jetzt vor? Wollen Sie Ihren Mann zur Rede stellen? Danke. Sie haben gute Arbeit geleistet. Bitte sehr. Wenn Sie mich jetzt bitte alleine lassen würden. Soll ich die Flasche gleich hier lassen? Keine schlechte Idee. Trinken Sie einen mit? Nie während der Arbeit. Hallo? Kennen Sie mich denn nicht mehr? Nein. Da würde ich Ihrer Erinnerung aber gerne ein bisschen auf die Sprünge helfen. Sascha Rentrop. Ich habe mal für Ihren Mann gearbeitet. So. Entschuldigung, ich wollte nicht unfreundlich sein. Ich hielt es bloß... Für eine dumme Anmache. Ja. Wir sind uns mal vorgestellt worden. Letzten Herbst, glaube ich, auf einer Modenschau. Ja, Sie sind Fotograf. Ja. Ehrlich gesagt, wäre ich ziemlich enttäuscht gewesen, wenn Sie sich an mich nicht erinnert hätten. Sind Sie ganz alleine hier? Ja. Warum? Wie verantwortungslos von Ihrem Mann, eine so schöne Frau allein aus dem Haus zu lassen. Haben Sie heute Abend noch was vor? Nein. Warum? Dann kommen Sie doch einfach mit. Ein Freund von mir eröffnet ein neues Lokal, ganz in der Nähe. Warum nicht? Ich habe allerdings noch einen Termin. Aber den kann ich verschieben. Zahlen bitte. Wo bleibst du denn? Hell hier. Augenblick. Ach,
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sag mal, willst du noch was trinken? Ja. Augenblick. Whisky, Wodka oder Gin? Mit Champagner kann ich leider nicht dienen. Sag mal, hast du nicht Lust, mich mal zu fotografieren? Was hast du gerade gesagt? Fürs Tanzen hast du den aber nicht gewonnen. Nein. Ich kann nebenbei auch noch ein bisschen fotografieren. Ah. Zweiter Preis des Fotowettbewerbs der Stadt Ulm. Gib her. Alle Achtung. Prost. Bleibst du bei mir? Soll ich? Ja. Matula? Ah, Frau Wilhelms. Was? Wo sind Sie? Morgen, wo ist der Verletzte? Da, aber er ist tot. Tag. Was soll denn das? Hier wird zur Sicherheit verständigt. Darf ich bekannt machen? Rechtsanwalt Dr. Frank, Frau Wilhelms. Ich habe Herrn Frank gebeten, mitzukommen. Würden Sie mir bitte ganz genau erzählen, was passiert ist? Ja, also ich bin aufgewacht, wollte ins Bad und da habe ich ihn gefunden. Der Mann ist tot, wir müssen die Polizei verständigen. Das habe ich schon gemacht. Okay. Wie genau haben Sie ihn denn gekannt? Ganz flüchtig. Er hat mal für meinen Mann gearbeitet. Ich habe ihn gestern zufällig getroffen in so einem Club. Er ist offensichtlich erschlagen worden. Was ist denn passiert? Ich habe wohl gestern Abend ein bisschen zu viel getrunken. Und das Einzige, woran ich mich ganz schwach erinnere, ist, dass ich irgendwie hier in die Wohnung gekommen bin. War sonst noch jemand hier? Nein, nur Sascha und ich. Und dann sind Sie ins Bett gegangen? Das muss ich ja wohl, denn da bin ich ja aufgewacht. Denken Sie doch noch mal nach, vielleicht fällt Ihnen was ein. Also, ich vertrage Alkohol sehr schlecht und deswegen trinke ich normalerweise nicht. Und gestern, also wir waren tanzen, dann in so einem Striptease-Club, dann sind wir in die Wohnung gekommen. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Können Sie uns zeigen, wo Sie aufgewacht sind? Thank you.
War die Tür geschlossen? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Werden Sie mich jetzt verhaften? Man wird Sie vorläufig festnehmen, ja. Können Sie mir helfen? Dürfte ich wissen, wer Sie sind? Das ist Frau Willems. Sie hat die Leiche gefunden. Herr Matula hat Sie benachrichtigt. Und mein Name ist Frank. Ich bin der Anwalt von Frau Willems. Mit dieser Statue ist Sascha Rentrop erschlagen worden. Schätzungsweise zwischen 1 und 3 Uhr. Und da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die Statue gestern, also ich meine heute Nacht, angefasst habe. Finden Sie das nicht erstaunlich? Daran können Sie sich erinnern, sonst aber an nichts. Haben Sie noch andere Fingerabdrücke auf der Statue gefunden? Eine ganze Menge. Verwischt allerdings. Frau Willems, passiert Ihnen das öfter, dass Sie sich bis zur Bewusstlosigkeit betrinken? Nein. Werden Sie gewöhnlich aggressiv, wenn Sie getrunken haben? Oder können Sie sich daran auch nicht erinnern? Also Entschuldigung, Herr Kommissar, ich finde Ihre Art der Befragung etwas unsachlich. Ich meine, es spricht doch überhaupt nichts für die Schuld von Frau Willems, mal abgesehen von dem Umstand, dass neben vielen anderen auch die Fingerabdrücke von Frau Willems auf dieser Statue sind. Herr Dr. Frank, sparen Sie sich das für Ihr Plädoyer auf. Ihre Mandantin gibt zu, dass sie am Tatort war. Sie kann sich angeblich noch nicht einmal daran erinnern, was sie zur Tatzeit gemacht hat. Außerdem war niemand sonst in der Wohnung. Die Tür weist keinerlei Spuren einer gewaltsamen Öffnung auf. Es kann doch nun wirklich noch mehrere Schlüssel für diese Wohnung geben. Das wäre doch nichts Ungewöhnliches. Außerdem, was für ein Tatmotiv sollte Frau Willems haben? Ich bitte Sie. Sie gibt an, sinnlos betrunken gewesen zu sein. Ob das stimmt, wird die Blutprobe beweisen. Da braucht man kein Motiv. Da schlägt man einfach zu. Weil der andere ein dummes Wort sagt. Oder weil einem sein Gesicht plötzlich nicht mehr gefällt. Haben Sie mit dem Getöteten geschlafen? Das spielt doch für den Tathergang überhaupt keine Rolle. Finden Sie? Ja. Vielleicht sollten wir Frau Willems einmal ärztlich untersuchen lassen. Und mit welchem Tatverdacht wollen Sie diese demütigende Prozedur begründen? Haben Sie noch nie gehört, dass es zu Tätlichkeiten gekommen ist, weil eine Frau vielleicht nicht so wollte wie der Mann? Frau Willems kann sich nicht mehr erinnern. Vielleicht hat sie in Notwehr gehandelt, um ein Notzuchtverbrechen zu verhindern. Ja, ja, und dann hat sie sich ins Bett gelegt und erstmal in Ruhe ausgeschlafen, ja? Das ist doch absurd. Ich habe mit dem Mann geschlafen. Plötzlich können Sie sich erinnern. Nein. Aber ich weiß es. Haben Sie noch andere Fragen? Ich habe genug für einen Haftbefehl. So, ich hoffe, Käse schließt auch einen Hundemagen. Hm? Morgen. Morgen, Helge. Ein Kaffee? Mit viel Milch, bitte. Hallo, Josef. Rainer, ich habe schon gedacht, Sie hätten dich da behalten. Was ist mit Frau Willems? Ich habe alles Mögliche versucht, aber der Staatsanwalt hat einen Haftbefehl durchgesetzt. Ist auch zu dumm, wenn ich das geahnt hätte. Ich denke, du übernimmst doch die Scheidungssachen nicht mehr. Für mich? Das tue ich auch sehr ungern. Aber solange du dich nicht entschließt, meine Miete zu bezahlen. Ich habe jetzt einen ordentlichen Job für dich. Nämlich die Unschuld von Frau Willems zu beweisen. Genau. Das sind die Namen von zwei Lokalen, an die sich Frau Willems noch erinnern kann. Fahr doch mal hin und hör dich um. Vielleicht hat jemand die beiden gesehen oder jemandem ist was aufgefallen. Danke, Helga. Und dann müssen wir noch rauskriegen, was für ein Typ der Sascha Rentrop eigentlich gewesen ist. Freunde, Job, das ganze Umfeld, du weißt doch. Was macht die Polizei? Tja, die Polizei. Ich fürchte, die haben sich erst mal eingeschossen auf Frau Willems. Kein Wunder, wenn jemand so besoffen war, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Frau Willems war zufällig in der Wohnung, als der Mord passiert ist. Oder aber irgendjemand hat Rentrop umgebracht, um Frau Willems damit zu belasten. Unwahrscheinlich. Die dritte Variante wäre, sie hätte Rentrop wirklich erschlagen. Warum sollte sie das tun? Weiß Ihr Mann eigentlich schon, was vorgefallen ist? Nee, ich fahre gleich mal vorbei und sag's ihm persönlich. Es ist merkwürdig. Sie hat mehr Angst davor, dass er von ihrem Seitensprung erfährt, als von ihrer Verhaftung. Mensch, das soll kein Schlafanzug für die Rote Armee werden. Hier, die Jacke muss in der Hüfte viel lockerer fallen. Außerdem soll die Brust betont werden. Herr Wilhelms? Da möchte sie an Dr. Frank sprechen. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht gestört werden will. Er soll ein anderes Mal wiederkommen. Ich bin Anwalt, Herr Willems. Es geht um Ihre Frau. Was? Also das Ganze normal. Kommen Sie bitte. Wir stecken mitten in der neuen Kollektion. Ich habe wenig Zeit.
Sie liegen ja wohl voll im Trend der allgemeinen Abrüstung, was? Was gibt's denn nun? Ich vertrete Ihre Frau. Sie steht unter Mordverdacht. Wie bitte? Ihre Frau ist heute Morgen in der Wohnung eines gewissen Sascha Rentrop aufgewacht. Rentrop lag geschlagen am Boden. Und was hat meine Frau damit zu tun? Ja, das wissen wir eben noch nicht so genau. Ihre Frau kann sich an die Nacht nicht erinnern. Sie hatte zu viel getrunken. Sie hat also wieder angefangen. Was heißt das, wieder angefangen? Hat sie ihm das nicht gesagt? Meine Frau ist Alkoholikerin. Seit einem Jahr ist sie allerdings trocken. Sie hat eine Entziehungskur gemacht. Nein, das habe ich nicht gewusst. Anita war damals in einen Autounfall verwickelt. Ein Toter, zwei Schwerverletzte. Meine Frau konnte sich an nichts erinnern. Ich dachte, daraus hätte sie gelernt. Ihre Frau hat sich betrunken, weil sie erfahren hat, dass Sie sie betrügen. Wie kommt sie denn darauf? Ihre Frau hat einen Privatdetektiv beauftragt und der hat sie beobachtet. Und? Nun ja, er hat eindeutige Beweise gefunden. Beweise? Na gut, unsere Ehe war in letzter Zeit nicht gerade das, was man glücklich nennt. Haben Sie mal an Scheidung gedacht? Warum sollte ich? Es lief doch ganz gut. Meine Frau lebte ihr Leben. Ich arbeite sowieso die meiste Zeit. Wem gehört denn die Firma? Ihnen oder Ihrer Frau? Mir natürlich. Als wir geheiratet haben, war das hier eine Klitsche mit drei Nähmaschinen. Die Mittagspause ist beendet. Haben Sie Gütertrennung vereinbart? Nein. Worauf wollen Sie hinaus? Wir haben aus Liebe geheiratet und nie daran gedacht, dass es zwischen uns mal anders sein könnte. Bitte. Danke. Sie haben gesagt, Anita war bei diesem Rentrop in der Wohnung. Die ganze Nacht? Ihre Frau sagt, Rentrop habe für Sie gearbeitet. Ist das richtig? Kleinkram. Betriebsfeiern. Moden schauen, wenn dort kein anderer frei war. Einmal ein paar Katalogaufnahmen, nichts Großes. Der Mann war zweite Garnitur, wenn nicht dritte. Und mit so einem lässt sich Anita also ein. Hat es Sie eigentlich gar nicht gewundert, dass Ihre Frau die ganze Nacht nicht zu Hause war? Ich war selber nicht zu Hause. Aber wenn Anita mir einen Schnüffler auf den Hals geschickt hat, werden Sie das ja wissen. Sie waren also bei Frau Schwenter? Was geht Sie das an? Spende. Guten Tag, Frank. Herr Willems hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Was kann ich für Sie tun? Können wir im Moment allein reden? Moment. Ihr könnt schon mal die Strandsachen probieren. Danke. Worum handelt es sich? Herr Willems sagte, er sei die ganze Nacht bei Ihnen gewesen. Ja, das stimmt. Wir mussten noch die letzten Einzelheiten der neuen Kollektion besprechen. Ich finde es sehr nett von Ihnen, dass Sie mir so bereitwillig Auskunft über Ihr Privatleben geben. Wollen Sie denn gar nicht wissen, warum mich das so interessiert? Was heißt Privatleben? Der Besuch von Herrn Willems war rein geschäftlich. Die ganze Nacht? Ja, wir stehen im Moment ziemlich unter Termindruck. Ja. Guten Abend. Entschuldigung, ich habe eine Frage. War diese Dame gestern Nacht bei Ihnen im Lokal? Das kann ich mir nicht denken. Bei uns verkehren normalerweise keine Frauen. Ach, so, ich verstehe. Aber vielleicht kennen Sie den Sascha Rentrop. Der hat genau dagegen über ein Fotostudio. Sascha, ja. Ja, ich kenne Sascha. Aber Fotos, nein. Der macht den Immobilien, glaube ich. So ein kleiner Blonder. Schönen Dank. Wiedersehen. Oh, nichts für ungut. Und wenn Sie mal ein Bier trinken möchten.
Sie ihn gesehen? Ich bin fast über den Haufen gerannt, aber... Können Sie ihn beschreiben? Nein, es ging viel zu schnell. Was machen Sie hier? Ich bin Privatdetektiv. Und Sie? Ich bin die Verlobte von Sascha. Ist er nicht hier? Er hatte einen Unfall. Was ist passiert? Er ist erschlagen worden. Machen Sie die Tür auf! Was ist mit Ihnen? Öffnen Sie die Tür oder ich breche Sie auf. Seien Sie vernünftig. Machen Sie keinen Quatsch. Wer hat ihn umgebracht? Um das herauszufinden, bin ich hier. Wie sah der Mann aus, der eben rausgerannt ist? Den Mann? Nein. Sind Sie sicher? Was sagt denn der Arzt? Kein Grund zur Besorgnis. Ein ganz normaler Nervenzusammenbruch. Na, Frau Wilhelms. Sie machen ja Sachen. Geht schon wieder. Die haben mir was zur Beruhigung gegeben. Ja, morgen früh ist dann der Haftprüfungstermin. Ach, darum geht's ja gar nicht. Mir ist völlig egal, wo ich bin, im Gefängnis oder weiß Gott wo. Und diese Ungewissheit, das macht mich so verrückt. Kennen Sie das, wenn einem einfach ein paar Stunden fehlen aus der Erinnerung? Ja, nach meiner Abiturfeier bin ich morgens in irgendeiner fremden Badewanne aufgewacht. Und dummerweise war der Wasserhahn nicht ganz dicht. Es ist ja nicht das erste Mal. Ich war mal in einen Autounfall verwickelt, so völlig betrunken. Ja, ja, ich weiß, Sie hätten mir das auch besser sagen sollen. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Glauben Sie auch, dass ich diesen Fotografen erschlagen habe im Rausch? Quatsch. Natürlich nicht. Dann hätte ich meine Verteidigung auch ganz anders aufbauen müssen. Ich habe Ihren Mann gesehen. Was hat er gesagt? Ja, wie Sie schon vermutet haben. Die Tatsache, dass Sie mit Rentrop die Nacht verbracht haben, hat ihn mehr beschäftigt als die Tatsache, dass Sie verhaftet worden sind. Haben Sie denn nie über eine Scheidung gesprochen? Ja, natürlich. Aber er will nichts davon wissen, weil sonst die Hälfte der Firma an mich fallen würde. Was glaubst du, was Frau Wilhelms zu den Fotos gesagt hätte? Der Rentrop hat den Wilhelms erpresst und der Wilhelms hat kurz einen Prozess gemacht. Und seine Frau war auch gerade in der Wohnung, ja? Na, so ein Zufall. Wilhelms hat doch bestätigt, dass Rentrop für ihn gearbeitet hat. Da kann er doch Fotos von ihm haben. Solche Fotos? Du hast ja selbst gesagt, dass Wilhelms sich keine Scheidung leisten kann. Wenn sie wegen Rentrop verurteilt würde. Dann kann sie sich immer noch von ihm scheiden lassen und sie hat immer noch Anspruch auf einen Teil der Firma. Das Argument zieht einfach nicht, Josef. Und was ist mit dem Kerl, der mich niedergeschlagen hat? Solche Springerstiefel hast du doch auch bei Wilhelms gesehen. Solche Springerstiefel kriegst du überall inzwischen. Wilhelms gefällt mir nicht. Und seine Geliebte gefällt mir noch viel weniger. Die war so cool. Ich glaube, die haben irgendeine Leiche im Keller. Ein neuer Morgen lacht. Treten wir ihm beschwingt entgegen, reißen die Fenster auf und lassen die Sonne herein. Beginnen wir mit unserer Gymnastik. Mit den Händen stützen.
Zitat stimmt? Oder hat Wilhelm sich verzählt? Warum denn so eilig? Beim letzten Mal wolltest du mit mir eintrinken. Das können wir doch jetzt machen. Ich gebe auch einen aus, obwohl du heute selber eine Menge kassiert hast. Setz dich. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit? Was hast du denn vor? Ich fahre in Urlaub. Meine Frau wartet am Flughafen. Ach, deswegen triffst du dich so früh am Morgen mit Wilhelms. Na und? Könnte es sein, dass wir zufällig am selben Fall arbeiten? Noch nie was vom Berufsgeheimnis gehört? Doch, natürlich. Aber du wirst doch einem alten Freund nicht einen Gefallen abschlagen wollen. Gib's auch zu. Du hast für Wilhelms gearbeitet, ist ja nicht verboten. Stimmt ausnahmsweise. Wenn ich mir das so recht überlege, war es doch kein Zufall, dass wir uns vorgestern getroffen haben. Du hast Frau Wilhelms überwacht. Und wenn schon? Also okay, Josef. Du hast Mist gebaut. Wilhelms hat spitz gekriegt, dass du ihm nachschnüffelst. Und daraufhin hat er mich beauftragt, seine Frau zu überwachen. Nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Du meinst wohl, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Was hast du denn rausgekriegt? Nichts. Die hat gelebt wie eine Nonne. Bis vor gestern Nacht. Da hat sie schwer einen drauf gemacht. Und du hast sie verfolgt bis zur Wohnung von Rentrop. Hast du nach ihnen noch jemand ins Haus gehen sehen? Nee. Damit war mein Job erledigt. Wieso? Ich habe den Wilhelms bei seiner Braut angerufen und er hat gemeint, ich könnte nach Hause gehen. Und das hast du dann auch gemacht? Klar. Ich reiß mich doch nicht darum, mir die Nacht um die Ohren zu schlagen. Was meinst du? Ist der Wilhelms zu Rentrop gefahren, um seine Frau in Flagranti zu erwischen? Wie soll ich das wissen? Ich habe das Gefühl, der Wilhelm zahlt einen Urlaub, um dich loszuwerden. Wo geht's denn eigentlich hin? Gran Canaria. 3 Wochen. Habe ich meiner Alten schon lange versprochen. Na, viel Vergnügen. Kennst du eigentlich die Freundin von Wilhelms? Nee. Was habe ich mit der zu tun? Also ich muss sagen, Sie sind ja ganz schön in Form. Ich bin natürlich nicht hier, um Ihnen das zu sagen. Herr Wilhelm schickt mich. Mein Name ist Kraski. Ich bin der Privatdetektiv, den er beauftragt hat. Was gibt es denn so Wichtiges? Ah, dieser Anwalt Frank schnüffelt noch weiter. Er ist auf dem Weg zu Ihnen. Sie dürfen auf keinen Fall sagen, dass Herr Wilhelms vorgestern Nacht noch mal weggegangen ist. Was soll der Quatsch? Das ist er nicht. Wir können doch offen miteinander reden. Ich wüsste nicht, warum. Außerdem habe ich keine Zeit. Also schön, lassen wir die Faxen. Sie wissen, wer ich bin. Herr Wilhelms hat Sie gewarnt. Nur schade, dass er gesehen wurde, als er in Rentrops Wohnung ging. Dann haben Sie einen Zeugen und können mich in Ruhe lassen. Die Blutprobe hat bei meiner Mandantin einen Wert von 2,1 Promille ergeben. Es kommt also lediglich eine Anklage wegen einer Rauschtat in Frage, keinesfalls aber wegen Mordes. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl sind daher nicht länger gegeben. Ich beantrage, den Haftbefehl gegen meine Mandantin aufzuheben. Frau Wilhelms war schon einmal unter derartigen Umständen in ein Tötungsdelikt verwickelt. Ich beantrage daher, wie Sie können, kam es damals zu keiner Verurteilung. Dafür haben wir jetzt die Fingerabdrücke von Frau Wilhelms auf der Tatwaffe. Können Sie uns bitte zeigen, wo genau auf der Tatwaffe Sie die Fingerabdrücke meiner Mandantin gefunden haben? An der unteren Seite der Statue. Die Obduktion hat ergeben, dass Sascha Rentrop mit der unteren Seite der Statue erschlagen wurde. Der Täter muss also an der oberen Seite angefasst haben. Haben Sie dort auch Fingerabdrücke meiner Mandantin gefunden? Nein, die Fingerabdrücke dort sind verwischt. Immerhin war Frau Wilhelms die Einzige, die sich während der Tatzeit in der Wohnung befand. Ein Privatdetektiv, der für mich in dieser Sache ermittelt, hat herausgefunden, dass es eine Kleinigkeit ist, von einem Flurfenster aus über ein Dach in die Wohnung von Herrn Rentrop zu gelangen. Können Sie sich ganz sicher sein, dass dieses Flurfenster während der Tatzeit verschlossen war? Nein, ich kann mir nicht ganz sicher sein. Ist dieser Privatdetektiv in die Wohnung eingedrungen? Ja, aber es war schon jemand vor ihm da und hat ihn niedergeschlagen. Das Fotoarchiv von Herrn Rentrop war durchwühlt und wir nehmen an, dass sich Herr Rentrop als Erpresser betätigt hat. Wie kommen Sie auf Erpressung? Wir haben den Lebenswandel von Rentrop und seiner Verlobten überprüft und nichts Verdächtiges ermittelt. Haben Sie Beweise für diese Erpressung, Herr Dr. Frank? Ja. Der Herr, den Sie auf diesem Foto sehen, ist der Gatte meiner Mandantin. Bitte.
Ist Herr Wilhelms vernommen worden? Ja, natürlich. Allerdings nur im Rahmen der Ermittlungen gegen seine Frau. Wir konnten ja nicht wissen, dass... Ich halte unter diesen Umständen die Aufrechterhaltung des Sachbefehls für unzulässig. Sachbefehl wird hiermit aufgehoben. Glück, dass ich Sie noch erwische. Was kann ich für Sie tun? Sie kennen mich doch. Wie Kraske mir erzählt hat, bin ich Ihnen aufgefallen, als ich Sie observiert habe. Mich würde doch mal interessieren, was ich falsch gemacht habe. Sind Sie deswegen hier, um mich das zu fragen? Wenn es Sie beruhigt, das ist Ihre Kleidung. In meiner Branche hat man einen Blick dafür, wenn man 5-mal am Tag derselben Lederjacke an verschiedenen Orten begegnet. Darunter an einigen, wo sie keinesfalls angemessen ist. Ach ja. Danke, ich wusste gar nicht, dass dieses Modell so einprägsam ist. Keine Ursache, aber ich muss jetzt in die Firma. Ich soll Ihnen schöne Grüße von Frau Schwender ausrichten. Sie verrät nicht, dass Sie vorgestern Nacht in die Wohnung von Sascha Rentrop gefahren sind. Was wollen Sie von mir? Das sollten wir besser drinnen besprechen. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Ich bin nämlich heute noch nicht dazu gekommen. Ich bin zu diesem Rentrop gefahren, um meiner Frau den guten Rat zu geben, mir nicht weiter nachspionieren zu lassen. Danke. Deswegen fahren Sie mitten in der Nacht dahin? Das glauben Sie doch selber nicht. War da nicht vielleicht gekränkte Eitelkeit im Spiel? Wegen so einem? Nein, ich wollte die einmalige Gelegenheit nutzen und Anita klarmachen, dass man nicht mit Steinen werfen soll, wenn man selbst im Glashaus sitzt. Und was hat sie zu ihrem Friedensangebot gesagt? Ich habe sie gar nicht gesehen. Die Tür stand offen, Rentrop lag erschlagen in der Wohnung, ich bin sofort wieder raus. Sie haben gar nicht nach Ihrer Frau gesehen? Ich stelle sich doch mal vor, da liegt plötzlich eine Leiche vor Ihnen. Sie haben doch geahnt, dass Ihre Frau in der Wohnung ist. Sie hätte ja auch tot sein können. Und da gucken Sie nicht mal nach? Haben Sie der Polizei erzählt, dass Sie in der Nacht am Tatort waren? Man hat mich nicht danach gefragt. Gibt's sonst noch was? Ich hab's eilig. Im Gegensatz zu Ihrer Frau hatten Sie ja sogar ein sehr handfestes Motiv, Rentrop zu ermorden. Er hat mit ihr geschlafen und außerdem hat er sie damit erpresst. Damit? Das ist von unserem vorletzten Betriebskarneval. 1001 Nacht war das Motto. Ich bin sicher, dass es noch eindeutigere Aufnahmen gibt. Aber ich bin niedergeschlagen worden, bevor ich genauer danach suchen konnte. Übrigens von einem Kerl mit Springerstiefeln, wie sie Herr Frank in ihrer Firma gesehen hat. Mein Glückwunsch. Wissen Sie, dass die zur Standardausrüstung von jedem Skinhead gehören? Davon dürfte es in der Stadt ein paar hundert geben. Ich hole schnell die Sachen, ja? Ja. Macht es Ihnen was aus, mit reinzukommen? Ich möchte meinen Mann nicht gern allein gehen. Nein, nein, es macht mir überhaupt nichts aus. Ich glaube, Ihr Mann hat sowieso gerade Besuch. Sie im Ernst, Ihre Frau wäre fähig, Rentrop zu erschlagen? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Gibt es da nicht einen Paragraphen, dass man gegen seinen Ehepartner nicht aussagen muss, wenn man ihn damit belastet? Haben Sie in der Wohnung Rentrop etwas Belastendes gesehen? Du bist in der Wohnung gewesen? Allerdings. Wenn du mir schon diesen Schnüffler nachhältst, habe ich doch wohl ein Recht zu wissen, mit wem du dich rumtreibst. Er behauptet, gegen 2 Uhr da gewesen zu sein. Da war Rentrop schon tot. Wo war denn Ihre Frau zu diesem Zeitpunkt? Keine Ahnung, ich habe sofort wieder auf dem Absatz kehrt gemacht. Du hast gewusst, dass ich in der Wohnung bin. Du bist einfach abgehauen. Was erwartest du? Du versuchst, mich zu ruinieren. Ich glaube das nicht. Du hast gewusst, dass ich da bin. Ich habe nicht nachgeschaut. Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie in der Wohnung waren? Um mich damit selbst in die Sache zu verwickeln? Ich habe ja nichts Erwähnenswertes beobachtet. Du hast dich überhaupt nicht um mich gekümmert. Was willst du? Hätte ich dir helfen sollen, die Leiche deines Liebhabers zu beseitigen? Wie kommt es eigentlich, dass du schon wieder frei bist? Frau Wilhelms, das hat wenig Sinn. Da sehen Sie zu, was sie fähig ist. Meinen Glückwunsch.
dass Sie sie aus der Haft geholt haben, Herr Frank. Das wollte ich nicht! Du hast mich provoziert! Vielleicht hätte ich dieser Sascha Reintrop auch provoziert. Das ist nicht wahr, du lügst! Wie sieht's denn aus, Helga? Schlecht. Es ist kein Hotelzimmer zu kriegen. Noch nicht mal in Wiesbaden und in Mainz. Ah. Versuchen Sie es weiter, ja? Vielen Dank, dass Sie sich meinetwegen solche Umstände machen. Ja, keine Ursache. Wir kriegen Sie schon irgendwo unter. Ausgerechnet jetzt muss Messe sein. Natürlich kein Zimmer weit und breit. Meinst du, man kann sie so einfach sich selbst überlassen? Hältst du sie auch für schuldig? Nein, nur für etwas impulsiv. Ich tippe auf Ihren Mann ein ausgesprochener Kotzbrocken. Du denkst doch nicht etwa, dass er Reintrop aus Eifersucht erschlagen hat? Und ausgekränkter Eitelkeit. Das ist doch einer von den Typen, die sich alles rausnehmen. Aber wie in die eigene Frau geht mal fremd. Stell dir vor, Wilhelms klingelt. Reintrop macht halbnackt auf. Wilhelms will ins Schlafzimmer. Reintrop stellt sich ihm in den Weg und zack, schon hast du einen Toten. Außerdem hatte er noch die Fotos. Zuerst erpresst er Wilhelms und dann legt er noch seine Frau aufs Kreuz, wenn das kein Motiv ist. Vielleicht sitzen wir auf dem vollkommen falschen Dampfer. Nie im Leben. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt bestimmt noch schärfere Fotos. Wer ist da? Mein Name ist Matula. Abend. Was wollen Sie denn? Mich mit Ihnen unterhalten. Darf ich reinkommen? Ich habe der Polizei alles gesagt, was ich weiß. Und was haben Sie ihr über Reintrops Erpressungen erzählt? Sie gestatten. Ich bin nicht auf Besuch eingerichtet. Och, das macht nichts. Bitte. Danke, okay. Was für Erpressungen? Ich habe mir noch mal die Wohnung angesehen und habe da so eine Art Archiv entdeckt. Lauter Fotos von Maskerade und dessen Besucher. Sascha hat nie mit mir über seine Geschäfte gesprochen. Nie? Verlobt und Geheimnisse voreinander, das finde ich komisch. Das ist ja interessant. So ein Flugblatt habe ich auch bei Reintrop gesehen. Wir haben uns für Politik interessiert. Das ist doch nicht verboten, oder? Haben Sie was gegen Asylanten? Nein, nicht direkt. Aber die wollen uns doch nur unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Asylbewerber dürfen gar nicht arbeiten. Wissen Sie das nicht? Nein. Sehr gründlich scheinen Sie sich ja nicht mit Politik zu beschäftigen. Sind Sie hier, um mit mir über Ausländer zu diskutieren? Mein Freund ist ermordet worden. Ich habe keine Lust, mir Ihren Quatsch anzuhören.
Was wollen Sie denn noch? Passen Sie auf, dass es Ihnen nicht so geht wie Ihrem Freund. Beckmann, Städtische Wasserwerke, Notdienst. Wir haben im Oederweg einen Rohrbruch und kommen aber nicht durch, weil da jemand so blöd parkt. Können Sie mir mal den Namen des Halters geben? Vielleicht wohnt er ja hier irgendwo. Das Kennzeichen ist FOR 774. Jo, ich warte. Bruno Niemeyer, Kennedy Allee. Da haben wir wieder Pech gehabt. Trotzdem, schönen Dank. Abend. Abend. Na, hast du deinen Sascha schon gefunden? Nee, leider noch nicht. Aber war der Bruno schon hier? Bruno Niemeyer. Nie gehört. Ich kann ihn nicht jeden kennen. Möchten Sie was trinken? Ein Bier. Schicke Jacke hast du an. Solltest dir vielleicht noch ein paar Nieten dran machen. Danke, gute Idee. Kennst du vielleicht den Bruno Niemeyer? Den Bruno? Kann schon sein. Gibst du einen aus? Was willst du denn? Ein Piccolo. Bist du zum ersten Mal hier? Ja. Was ist nun mit Bruno Niemeyer? Warum denn auf den warten, wenn es so viele andere gibt? Spinnst du, was sollen denn die anderen denken? Du, mein Junge, versteh mich nicht falsch. Ich brauche nichts weiter als eine Information. Sag mal, bist du ein Bulle? Hast du schon mal vom Bullen Geld gekriegt? Also, was ist mit Bruno Niemeyer? Horst, du wirst am Telefon verlangt. Das hier geht auf Kosten des Hauses. Schönen Abend noch. Oh, vielen Dank. Morgen. Morgen, Helga. Oh, gibt's eine Party? Nein, aber Frau Wilhelms ist doch bei mir zu Hause. Und ich wollte Sie nicht in Versuchung bringen, wieder zu trinken. Gut, ich finde es übrigens sehr nett von Ihnen, dass Frau Wilhelms bei Ihnen schlafen durfte. Ja. Wie geht's ihr denn? Ich weiß nicht, sie schläft noch. Ich bringe Sie heute Abend in die Klinik im Taunus. Sagen Sie ihr Bescheid? Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ich glaube, ich habe eine heiße Spur. Was ist denn los? Gibt's eine Party? Was ist denn da drin? Komm mal mit. Deine Party? Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Politik, Ausländerhass, Homosexualität. Kannst du dir ein besseres Erpressungsopfer vorstellen? Na und? Ich habe auch schon mal in der Kaiserstraße geparkt, direkt vom Eros-Center. Und wo war ich? Beim Zahnarzt. Verstehst du denn nicht? Der Rentrop hat den Niemeyer erpresst und der hat ihn erschlagen. Dass Frau Wilhelms in der Wohnung war, ist reiner Zufall. Und dann der Kerl mit den Springerstiefeln. So was tragen diese Nazi-Typen doch, hm? Also gestern warst du noch felsenfest davon überzeugt, dass Wilhelms der Täter ist. Sei vorsichtig, Josef, sonst musst du noch an Niemeyer Schmerzensgeld zahlen, wegen übler Nachrede. Frau Wilhelms meldet sich nicht. Warum hast du das gemacht? Ich soll deinen Liebhaber erschlagen haben. Etwas Eifersucht. Ich gönne doch auch deinen Spaß. Ach, auf einmal. Bisher bin ich doch immer dein Eigentum gewesen, deine Leibeigene sozusagen. Dir biete ich wohl besser keinen Namen. Du liebst mich wohl sehr. Nein, ich liebe meine Firma. Wenn ich dich auszahle, kann ich den Laden dicht machen, das weißt du genau. Und deshalb willst du mich ins Gefängnis bringen? Sei nicht albern. Oder ist das schon das Delirium? Ich lass mir doch von dir nicht alles kaputt machen. Wer hat sich denn jahrelang abgerackert, während du dich der Pflege deiner Fingernägel gewidmet hast? Und wer hat seine ganze Erbschaft in die Firma gesteckt?
Das Einzige, was ich von dir will, ist eine gütliche Trennung. Ohne Ansprüche. Möchtest du vielleicht auch einen kleinen? Guten Tag. Irgendwie habe ich geahnt, dass ich Sie hier finde. Ich glaube, es ist besser, wir gehen. Kommen Sie. Sie hören von uns, Herr Wilhelms. Einlass ist erst in einer halben Stunde. Vielleicht wollen Sie so lange was lesen? Der multikulturelle Volksverrat von Herrn Niemeyer. Sie können sich's ja später signieren lassen. Schönen Dank, das hat mir schon mein Freund Abdul zur letzten Sonnenwendfeier geschenkt. Dieser Mensch mich hassen. Hätten Sie was getrunken, wenn ich nicht gekommen wäre? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich so eine Säuferin bin, die morgens als erstes mal einen Cognac braucht. Aber wenn ich mal anfange, finde ich eben kein Ende. Entschuldigung. Ja? Was? Okay, ich komme sofort. Ich beeile mich. Sei vorsichtig. Wir müssen einen kleinen Umweg machen. Was wollen Sie denn hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, wir treffen uns nach der Veranstaltung. Sie warten bitte im Auto, ja? Zu früh gefreut, Herr Niemeyer. Wer sind denn Sie? Und das war Ihnen also ein Mord wert? Na? Sie denn hin? Das dürfte genügen, Rainer. Er hatte allen Grund, Rentrop umzubringen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Und möchte Sie bitten, mir mein Eigentum zurückzugeben. Es handelt sich hier um Beweismaterial in einem Mordprozess. Ich möchte Sie bitten, dass Sie uns zur Polizei begleiten. Ich denke nicht daran. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Frank. Ich bin Rechtsanwalt. Sie wollen es also wirklich auf eine Auseinandersetzung ankommen lassen?
Wie gut, dass Ihre Veranstaltungen immer unter Polizeischutz stattfinden. Schon gut, ich rufe euch, wenn was ist. Ich habe für die Fotos bezahlt. Dumme Sache. Einmaliger Zwischenfall. Ich weiß selber nicht, wie es dazu kommen konnte. An sich bin ich glücklich verheiratet. Herr Niemeyer, uns interessiert Ihr Privatleben überhaupt nicht. Uns interessiert der Mord an Sascha Rentrop. Rentrop hat Sie erpresst und Sie haben ihn erschlagen. Ich habe von diesem Mord gelesen. Nach meinen Informationen geschah die Tat Dienstagnacht. Ich war um 11:30 mit Rentrop und dieser Dame hier in einem Lokal verabredet. Sie kam, er nicht. Kurz vor 1 war sie es dann leid und wollte zu ihm. Und was haben Sie gemacht? Ich habe mich mit Freunden getroffen. Nach der Sperrstunde sind wir dann noch zu mir gegangen. Das können Sie gerne überprüfen. Also, ich würde mich lieber an dieses Früchtchen da halten. Heißt das, dass Sie in der Wohnung von Rentrop waren? Nein. Ich bin gleich nach Hause gefahren. Der Wirt von Maskerade hat Sie aber vor Rentrops Haus gesehen. Das Maskerade hatte schon lange zu. Warum haben Sie ihn erschlagen? Sie haben ihn mit einer anderen Frau erwischt, ja? Ich wollte nur wissen, warum Sascha nicht zu der Verabredung gekommen ist. Wer ist da drin? Machen wir jetzt bloß keine Szene, ja? Keine Szene? Spinnst du? Lass uns das alles morgen in Ruhe besprechen. Ich will das aber jetzt besprechen. Wer ist da drin? Sofort. Sag mal, merkst du nicht, dass du störst, ha? Merkst du nicht, dass ich keine Lust mehr auf dich habe? Mit dieser lächerlichen 1000 Mark abholen. Du hast dir wohl eine reiche Tante geangelt, was? Eine Schlauze. Ich denk gar nicht dran. Denkst du nicht dran? Ah. Lass mich sein, Mister. Los, sei ruhig. Einmal war ich für ihn erledigt. Die ganzen Jahre, in denen wir zusammengehalten hatten, vorbei. Dann wäre die Sache für mich wohl geklärt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Und Ihnen rate ich, mich aus der Sache rauszuhalten. Dann werde ich dafür sorgen, dass Sie einen anständigen Anwalt bekommen. Ach, Sie meinen nicht so einen wie den da? Unser deutsches Straßenbild bestimmen, sollen ausländische Drogenhändler unsere Kinder auf den Schulhof ungestraft. Irgendwie tut es mir leid. Ich wette, dass diese Dreckschleuder unbeschadet aus der Sache rauskommt. Mit dieser Sache hat er doch auch gar nichts zu tun. Er ist lediglich Opfer einer Erpressung geworden. Das musst du schon auseinanderhalten. Oder hast du jetzt auch was gegen Minderheiten? Ich glaube, wir sollten fahren, Frau Wilhelms. In der Klinik wartet man auf Sie. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt gute Besserung wünschen soll. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke. Ich werde auch nie wieder versuchen, eine verzweifelte Frau mit einem Cognac zu trösten.